heute eine schnelle Kaffeecreme. Dazu brauchen wir Milch, Sahne, Zucker, Speisestärke, Eier und löslichen Kaffee. Als erstes werde ich alle Zutaten bis auf den Kaffee und die Sahne im Mixtopf geben und dann 20 Sekunden auf Stufe 4 verrühren. So, als nächstes werden wir dann 10 Minuten 90 Grad Stufe 3. So, nun kommt jetzt noch die Sahne und der Kaffee dazu und dann nochmal 20 Sekunden auf Stufe 4 vermischen. So, die Kaffeecreme ist jetzt fertig. Ich werde sie jetzt in Gläser einfüllen und dann mindestens 2 Stunden im Kühlschrank reinstellen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann Daumen hoch und abonnieren. Bis bald!